Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ich glaube, die Steine sind plötzlich wieder da, weil ich das Spiel beendet und neu gestartet habe. Egal. Im letzten Part haben wir ein Drittel eines Schlüssels bekommen, also was uns zur Bosstür führt, beziehungsweise in dem Fall natürlich zum Ältesten, der sich irgendwie in ein Monster verwandelt hat oder so, oder zumindest sich verändert hat. Und ja. Wir gehen einfach mal weiter. Okay. Wir haben schon im letzten Part gesehen, dass wir hier diese coolen... Also, dass wir uns sogar rollen können. Ich glaube, das konnte man früher nicht. Okay. Naja, auf jeden Fall können wir die Wände entlang gehen, wenn da so ein magnetisches Feld ist. Und einfach weitergehen. Was lustig ist, wir gehen gerade die Räume eigentlich nur zurück. Das heißt, eigentlich... sind das die gleichen Räume, nur auf dem Kopf, beziehungsweise weiter oben. Und zack. Njomp. Ich habe mich ja gefragt, was passiert, wenn man... Oh, hier ist ein Herz. Wenn man... Speichern beendet, wenn man in einem Dungeon ist. Und das ist... Jetzt kann ich mich aber nicht freuen, okay. Das ist schon ein bisschen logischer als an der Wand. Vielleicht ging es nur, weil es so ein bisschen schräg war. Okay. Was will ich sagen? Achso, ich habe ja Speichern beendet. Was passiert dann? Man ist am Anfang des Dungeons. Deshalb. Ja, sollte man den Dungeon eigentlich am besten sofort abschließen. Zack, 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 zack. Ich bin nicht mehr sicher, wo das Herzteil war. Ich glaube, das war eine Kiste auf dem Kopf, wenn ich mich nicht täusche. Oder es war eine andere Kiste. Ich bin mir gerade nicht sicher. Egal, wir werden sehen. Hier ist eine Sackgasse eigentlich. Und wenn hier eine Kiste ist. Hier ist eine keine Kiste. Eine Sackgasse. Dann müssen wir aber später herkommen, wenn ich gerade das so richtig im Kopf habe. Oder das Herzteil ist genau auf der anderen Seite. Wir gucken einfach mal, wie das ist, wenn wir. Also entweder wir kommen nochmal wieder oder... Nein, wir warten einfach, bis wir einen Kompass haben und dann besser beurteilen können, ob hier wirklich noch was ist. Aber kann noch sein, dass wir hier nur den Dungeon-Gegenstand brauchen, um weiterzukommen. Hm. Ja. Vielleicht habe ich mich auch nur bei der Seite getäuscht und das Herz ist quasi... Hier, auf der anderen Seite. Ach meine Güte. Geh nochmal zurück. Oh, die Leute, die Gott. Das dauert ja 1000 Jahre. Und wenn da nichts ist, ey. Nochmal. Wie er geht, voll bescheuert. Boah, wie mein Laptop. Da ploppt gerade so ein Fenster auf von wegen Windows 10 runterladen. Wehe, der zwingt mich. Okay, es beginnt. In einer Stunde. Gott, sie zwingt mich, Windows 10 runterzuladen und zu installieren. Was soll denn das? Ich bin jetzt einfach abgebrochen. Okay. Vor allem an meinem PC habe ich dieses Update schon, habe ich den Vorschlag, um das Update zu machen, schon seit Monaten. Und das auch schon geupdatet und so. Auf dem Laptop ist es erst seit kurzem. Naja. Heute war ein anstrengender Tag. Ich kann ja mal vom Tag erzählen, solange ich hier komisch rumlaufe. Wahrscheinlich ist da am Ende gar nichts. Ich musste heute zur Arbeit, was eigentlich nicht schlimm ist, aber irgendwie... Ah ja, da. Irgendwie habe ich es geschafft, den Wecker einfach nicht anzumachen. Weil der ist ja meistens... Weil eigentlich ist er jeden Tag an. Nur mal zu verschiedenen Zeiten. Und ich frage mich gerade, wieso ich den... Ja, ich war... Cool, Herz. Also, ich frage mich halt, wieso ich ihn nicht angemacht habe. Ich glaube, ich war einfach verwirrt. Ich bin relativ spät nach Hause gekommen gestern und... Alter, die Steuerung dreht sich einfach um. Okay. Und naja, egal. Auf jeden Fall muss ich um 7 bei der Arbeit sein. Es ist halt nicht so weit weg. Und deswegen brauche ich nicht so lange für den Weg. Es
trotzdem scheiße, wenn man um 6.48 Uhr aufwacht. naja. Es ist halt so, also der Wecker hat halt nicht geklingelt, weil er nicht an war. Und dann habe ich geschlafen. Aber meine innere Uhr ist eigentlich immer ganz cool. Beziehungsweise... Ich weiß nicht. Irgendwie... Also das ist aber, glaube ich, bei jedem irgendwie ein bisschen so. Wenn man... Nein, nicht bei jedem. Wenn man irgendwie was vorhat oder weiß, dass man was vorhat, dann wacht man eher auf, als wenn man einfach so entspannt den ganzen Tag schlafen könnte. Manche verschlafen natürlich trotzdem, aber ich nicht. Naja, und deswegen war ich relativ früh wach. Ich habe es sogar noch pünktlich geschafft in den 12 Minuten. Konnte natürlich nicht duschen oder so. Ist aber nicht schlimm. Und ja. War komisch. Also ich war den ganzen Tag dann irgendwie so verwirrt. Hab halt nichts gegessen. Vor der Arbeit schnell noch eine Banane abgebissen. Man sollte nie eine Banane abbeißen und dann einfach liegen lassen. Das ist dann irgendwie komisch und eklig. Also man kann sie dann auch natürlich noch essen. Aber naja, muss man nicht machen. So, wir haben es geschafft. Wir haben den beschwerlichen Weg geschafft und ein Herz da eingesackt. Ja. Auf jeden Fall. Geil, werde ich müde. Ich weiß nicht, warum ich müde bin. Ich würde mich am liebsten jetzt eigentlich hinlegen und schlafen. Aber ich dachte mir so, oh Gott, heute kam noch kein Paar. Und eigentlich wollte ich es schon längst aufgenommen haben. Und ich wollte auch heute wo anrufen, aber die gehen nicht ran. Beziehungsweise voll scheiße, gestern war so Anrufbeantworter. Ja, die haben zu, wahrscheinlich wegen Feiertage haben sie halt andere Uhrzeiten offen und so. Und dann haben die so gesagt, von wegen... heute, normalerweise haben die Mittwochnachmittags nicht offen, aber heute halt ausnahmsweise schon. Und auch, ja, wie gesagt, nachmittags. Und dann rufe ich da an, ist erstmal die ganze Zeit belegt und dann so ab 15 Uhr sagt der Anrufbeantworter, dass man außerhalb der Telefonzeiten, der Sprechzeiten, wie heißt das, anruft und es kommt, also es tut er nicht mal. Oh Mann, das ist voll doof. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube diese Woche wird das nichts mehr, was eigentlich doof ist, ich wollte es eigentlich schnell erledigen, egal. Naja, ist jetzt. Egal. Mir war was doof. Irgendwie hat heute doch nicht alles so geklappt, wie ich wollte. Und morgen wird auch noch schlimm. Da muss ich vormittags irgendwo hin bis 15 Uhr oder sowas. Und um 15 Uhr muss ich dann arbeiten. Das heißt, ich bin von 8 bis 19 Uhr grob gerechnet. Also eigentlich länger, weil ich ja die Wege nicht einberechne quasi. Unterwegs. Und das ist voll gut. Deswegen muss ich heute auf jeden Fall für morgen ein Part aufnehmen. Denn sonst wird das nichts. Oder relativ spät. Und heute kommt es ja schon voll spät. Ach ja. Naja. Vielleicht mache ich die Parts einfach 10 Minuten lang. Dann habe ich kein Problem. Das wird doch super, oder? 10 Minuten Parts. Komisch, irgendwie die ganze Zeit nicht über das Spiel zu reden und plötzlich ist man 10 Räume weiter. Das ist ein bisschen merkwürdig. So, den 5er will ich und da ist eine Kiste, die wir öffnen können. Hoffentlich. Zeitlupenrolle. Okay. Kompass, bitte? Schlüssel. Toll. Ich will keinen Schlüssel, ich will einen Kompass. Ist hier noch eine Tour unter Wasser? Ich glaube nicht. So, da. Wir kriegen bald unser Dings. Unseren Gegenstand. Der übrigens ziemlich cool ist. Man kann ja einfach lang. Ich glaube, ich muss noch irgendeinen Schalter drücken. Upsi. Wo denn? Ach, da oben. Den kann ich doch gar nicht aktivieren, oder? War das nicht so? Ich habe sogar das richtig ausgewählt. Kann ich ihn aktivieren? Wenn ich treffen würde? Nee. Hier müsste irgendwo noch ein Schalter sein. Wahrscheinlich im Wasser.
Truhe ist auffällig, aber einen Schalter sehe ich jetzt gerade nicht. Ich versuche nochmal den anzuschießen. Von hier aus. Nee. Nicht blöde oder so. Vielleicht muss ich ja den Block verschieben, das kann auch passieren. Ich kann hier hoch. Was ist denn hier schönes? Naja. Okay. Ich glaube, ich habe irgendwie einen Teil übersprungen, gedanklich. Diesen hier zum Beispiel. Okay, echt. Daran kann ich mich gar nicht erinnern, aber gut. Hui! Ich habe sie in der Luft angezogen. Ist das nicht cool? Also, heute bin ich dann, glaube ich, auch ein bisschen ruhiger. Ich weiß nicht, weil ich müde bin halt. Oder sowas in der Art. Oh, nein, ja. Oh, das ist jetzt cool. Das wird cool. Ja, ich freue mich. Stellt euch vor, ihr springt einfach ins Wasser und plötzlich werdet ihr an die Wand gezogen, so voll Schwerkraft und so, das muss voll wehtun. Ah, ich hab übrigens noch was zu erzählen, cool. Hyrule Warriors für den 3DS ist bei mir heute angekommen. Und heute ist, glaube ich, ein Tag vor Release. Ja, heute ist ein Tag vor Release. Mit, also natürlich die Dingens, wie Special Edition, keine Ahnung. Special Edition, ja, ich glaube, so heißt das. Und ja, da ist so eine Kompassuhr drin. Also eine Uhr, die aussieht wie ein Kompass quasi. Die ist sehr schick. Habe ich noch nicht aktiviert. Also so, vielleicht kennt ihr das von Tamagotchi oder sowas, dass da immer so ein Streifen ist, den man entfernen muss, damit die Batterie quasi aktiviert wird. Ich weiß nicht, wie man es besser ausdrücken soll. Aber ja, so ist das auch aufgebaut, wenn man die aufmacht. Hier müsste auch das zweite Herzteil sein, eigentlich. Wenn sie nichts geändert haben, natürlich. Oder ist das hier? Oder war das vom Boss direkt? Okay, es war hier. Cool. So. Oh, ich glaube, auf der anderen. Aua. Auf der anderen Seite kommen wir da schon hoch. Ja. Ah ja, Hyrule Warriors. Habe ich noch nicht angemacht oder so. Ich überlege, ob ich damit warte, bis ich. Ich weiß nicht genau, wann ich das spielen will. Bis jetzt habe ich. Ich weiß noch nicht, ob ich so große. Also momentan habe ich noch ehrlich gesagt nicht so viel Lust drauf. Aber ich spiele ja auch momentan das hier und Pokémon wieder und. Ich weiß nicht. Es wird schon. Also irgendwann werde ich es auf jeden Fall spielen. Ein bisschen Angst habe ich aber trotzdem. Ich habe das Hyrule Warriors auf der Wii U noch nicht mal richtig durchgespielt. Ich schäme mich auch dafür. Aber es ist aber echt so, man hat einfach viel zu tun, dass man irgendwann überfordert ist, wenn man es nicht perfekt schafft. Wieso schießt ihr die ganze Zeit? Ich stehe da noch gar nicht, aber es sieht cool aus. Ich versuche mal die Drehattacke zu machen, aber es klappt nicht. Zu doof dafür, das geht nicht. Also es ist eine andere Mechanik als zum Beispiel in Wind Waker HD, glaube ich. Da geht das auf jeden Fall einfacher. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie komisch hier. Aber es ist nicht schlimm. Man gewöhnt sich bestimmt noch dran. So. Schlüssel brauchen wir da. Was mit dir? Oh, hallo. Aua. Zwei Stempel müssten wir auch noch kriegen, eigentlich. Und einen Schlüssel. Cool, hallo. Und jetzt müssten wir auch den Dungeon-Gegenstand bekommen. Beziehungsweise natürlich erst nach einem Zwischenboss. Ja, da ist die Frage, wer ist der Zwischenboss, wenn das hier eigentlich alles friedlich ist und so. So. Ich glaube, man könnte. Nein, man könnte nicht durchrennen. Cool.
Okay. Genau, Hyrule Warriors, bla. Cool und so. Oh, ein zweiter Raum. Mit Opa. Ach, ich kann mein Schwert nicht ziehen, wir wollen das zerschmettern, aber geht nicht. Du erinnerst. Also, wenn hättest du die Pfeife nicht in der Hand, erinnerst du mich schon ein bisschen an den Opa von Majora's Mask. Oh, erstaunlich, dass du es unversehrt bis hierhin geschafft hast. Ich bin einer der vier Ältesten der Koronen. Man nennt mich Don Ebiso. Wenn du es bis zu mir geschafft hast, weißt du sicherlich schon Bescheid, oder? Also nimm das hier und zieh weiter. Du erhältst ein Schlüsselfragment, sammle alle drei. Yeah. Ach, jetzt, da ich dich vor mir sehe, fällt es mir wieder ein. In dieser Mine soll es eine Waffe geben, die den Held aus alten Zeiten hier zurückgelassen hat. Echt? Er hat es hier zurückgelassen. Im Todesberg. Sie ist sehr wertvoll und ist seit Generationen von uns aufbewahrt. Jetzt, da unser Volk in Not geraten ist, könnte sie dir vielleicht zunutze sein. Von Nutzen natürlich. Die Waffe des Helden wird an einem geheimen Ort tief im Inneren des Berges aufbewahrt. Sprech mit dem Wächter und empfange die Waffe aus seiner Hand. Okay. Das wäre super. Hallo Kiste. Da 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 da. Okay, ich glaube, eine weitere Kiste ist hier nicht. Ach. So. Ich weiß nicht, ob ihr Hyrule Warriors spielt. Ach, ich habe auch im Moment gar keine Zeit zum Zocken einfach. Entweder ich schlafe oder ich bin unterwegs. Ich bin so viel unterwegs in letzter Zeit. Das ist wirklich belastend. Na? Naja. War das eine gute Idee? Ich glaube nicht. Ich gehe wieder zurück. Zurück. Ja, ich bin dumm. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Naja. Ansonsten gucke ich momentan auch voll wenig YouTube-Videos wieder. Das heißt, meine späte Ansehenliste häuft sich wieder. Wird immer mehr. Immer größer, besser gesagt. Stattdessen gucke ich einfach mal One Piece oder alte Let's Plays, statt die aktuellen Sachen zu gucken. Ach man. Ich gucke wieder One Piece. Ich habe bei Folge 591 aufgehört. Oder, also nicht aufgehört. Ich hatte vor, das weiter zu gucken, aber irgendwie habe ich pausiert. Einfach, weil ich wahrscheinlich zu süchtig war. Und manchmal denke ich mir dann so, nee, jetzt hörst du erstmal auf, damit du andere Sachen machen kannst, und dann verdränge ich das so ein bisschen. Und dann vergehen schon mal Monate, dass ich das nicht geguckt habe oder so. So, One Piece ist echt schon lange her, dass ich das letzte Mal geguckt habe. Komisch. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt so weitergeguckt. Und ich finde es immer noch toll. One Piece ist, glaube ich, mein Lieblingsanime. Manga habe ich noch nicht gelesen. Auch wenn ich zwei Bände zu Hause liegen habe. Aber zwei Bände von, wie viele sind es jetzt? 70 ist nichts. Naja. Trotzdem. Oh. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Allerdings weiß ich, dass es Leute gibt, die das nicht mögen. Aber ich kenne auch Leute, die sagen, die dachten, die würden das nicht mögen und gucken es jetzt trotzdem. Was ist das denn? Hätten wir das Fernglas von Ariel. Oh mein Gott. Aber es ist leider eine andere Timeline. Oh. Na gut. Hallo. Hallo Wächter. Oh, der wartet ja richtig. Oh, ein Mensch. Was sucht denn ein Mensch an diesem Ort? Hier darf keiner weiter. Ich lasse niemanden an den Schatz. Oh, Alter. Der reibt sich die Fäuste ineinander. Oh. Alter. Hat einfach die Ketten zerbröselt. So. Na, was passiert jetzt? Ich weiß es nicht. Ah ja. Oh. Oh.
Und ab in die Lava. Wie hat er sich denn verrenkt? Wie hat er sich verrenkt? Oh, hallo. Jo, jo. Nö, nö. Na komm her, in die Mitte. Hallo, greif mich an. Und tschüss. Das sieht voll komisch aus, wie er sich da so einkugelt. Na, na, und heia. Boah, was hätte ich's verkackt? Und tschüss. Ein drittes Mal und ein letztes Mal. Yes. Huh, was hat er da? Sein Helm hat er verloren. Mimimimimist. Da denkt man, ist ja nur ein Mensch und dann. Willst du etwas zu unserem Oberhaupt? Meine Stimme ist plötzlich viel heller. Also gut, nimm die Waffe des Helden aus alter Zeit. Aber dafür musst du versprechen, dass du unserem Oberhaupt helfen wirst. Bitte, bitte Hilfe. Bitte hilf uns. Wir sind so schmickrig ohne euch. Okay. Die Lava ist einfach mal gestiegen. Okay. Kein Problem, Lava. Mit deinen Fähigkeiten kannst du vielleicht sogar unser Oberhaupt zur Vernunft bringen. Obwohl das sicher nicht leicht wird. Nimm die Waffe des Helden aus alter Zeiten, aus alten Zeiten und hilf unser Oberhaupt. Please. Bitte, bitte, bitte hilf. Oh, guckt euch deine Augen an. Da kann man noch keine Bitte ausschlagen. Bitte hilf uns. Bitte, 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 bitte. Naja. Oh, das ist auch cool. So eine Sicht, so von wegen. Zock. Er ist voll riesig. Im Gegensatz zu uns. Jetzt sieht es aus, als ob man ihn auf der Schulter trägt. Naja, fast. Okay. Aber der Part ist vorbei. Also tschüss und bis zum nächsten Mal. Dann sehen wir, was für eine tolle Waffe wir bekommen. Vom Held aus alten Zeiten. Okay. Tschüss. Ich guck nochmal in die Lava rein. Blub, blub, blub. Ist ja wieder Magma, oder? Egal. Tschüss.